meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Kanal heißt Marga SK 60+ Beauty. Ich bin Marga SK, ich bin 64+ und mein Kanal ist Beauty für die Frauen und nicht nur im eleganten Alter. In meinem Kanal versuche ich so wie ich nur kann, euch zu zeigen, dass eine Frau im eleganten Alter kann sich so schminken, dass die ganze unangenehmen Sachen, die auf dem Gesicht im Alter erscheinen, zum Beispiel Altersflecken oder besonders Falten, dass man ja das kann sehr schön kaschieren und die gute Seite hervorheben, dass das gut die gute Seite zu sehen ist. Ich nehme mir nicht das Recht, alles zu wissen beim Augen-Make-up, aber ich sehe hier auch in den Kanälen besonders an der deutschen YouTube, dass solche Filmchen drehen Personen, die überhaupt keine Ahnung über das Make-up, geschweige Augen Make-up haben. Daher habe ich mir gedacht, wenn ich sowas jetzt drehe, fangen die an, richtig alles zu machen und nicht nur komische Sachen sagen, ach, das ist Shishi, Fufu, ich habe keine Zeit. Wenn du schon Zeit hast fürs Make-up, dann machen richtig. Würde ich sagen, ne? Keine Zeit. Wenn ich Make-up mache, dann mache ich so, dass ich gut aussehe. Nicht als Halloween-Gestalt oder Clown. Also, wir fangen an. Zuerst nehmen wir einen schmalen Beauty-Pinsel und einen Concealer und säubern wir die unsere Augenbrauen, die vorhin sehr schön alle, jede von uns gemacht hat. Ich gebe so ein bisschen mehr davon, weil nachher, so wie ihr es sehen würdet, nehme ich ein kleines Rundpinsel, gut gebunden, und verteile das alles auf ganzen Augenlid. Das ist ja die Grundierung für die Lidschatten. Ganz, ganz hauch dünn. Mit anderer Seite von einer Tube habe ich mir gerade Linien verpasst. Aber wie man sieht, die Pads sind besser. Damit kann man sich nicht solche Flecken zulegen. Und das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Mit einem dünnen, breiten Pinsel, der eigentlich für Lidstriche gemacht worden ist oder zum Betonung von unteren Augenlid die Wimpern unter den Wimpernfarbe liegen, hat jemand geschmiert am Ende des Auge, das falsch ist, leuchtende Lidschatten. Richtig ist so ein flachen, aber wuschigen Pinsel, die Farbe aufzunehmen und zuerst antüpfen und ein bisschen verblenden nach oben. Jetzt noch ein anderer Schatten, noch, der ist ein bisschen dunkler, wieder auf Augen tupfen und endschließlich ja verblenden. Als nächstes kommt ein wuscheliges Pinsel, den ich in Augenlid, die Lidschatten vorerst ja geschminkt habe und nicht vergessen habe, dass alles muss nach oben geblendet, ausgeblendet werden. Hier klatsche ich mit Freude noch mehr schimmernde Lidschatten, um die was falsch ist, weil solche Vorgehen hervorgibt alle unsere Falten, die wir
Augenlider haben. Das sieht ja richtig, richtig nicht schön aus. Es wird alles, was nicht schön aus, richtig betont. Hier, bevor ich mir hauchdünne schimmernde Lidschatten in die Mitte aufgeteilt habe, nahm ich ganz helles Beige von der Palette und ich habe in den Falten, wo die Falten habe, ganz schön richtig, richtig lange verblendet, dass die Falten nicht so schrecklich zu sehen sind. Als nächstes hatte ich einen dünnen, breiten Pinsel, Make-up-Pinsel genommen, um das Lidschatten direkt unter den Wimpernkranz richtig einzuarbeiten und auch ja so verblenden. Hier ist nächstes falsches Punkt, ein Kajalstift, der in der Mitte, zur Mitte des Auges nur geht. Warum, wieso, weshalb? Danach wird es ja reichlich mit hellen, leuchtenden Lidschatten. Die Falten werden schön nach vorne herausgebracht. Hier dagegen mit einem kleinen Pinsel, nicht mehr flachen, verblende ich die Lidschatten ganz schön nach unten, dass die mehr werden. Nach unten werden die verblendet. Oh. Jetzt mit einem flachen, aber wuscheligen Pinsel werde ich die Verblendung noch vertiefen, dass das richtig, so wie an der oberen Augenlid, das auch ist, aber den unteren Augenlid verblenden ist. Jetzt mit einem dünnen und langen Pinsel male ich mir am Ende Augenstrich und ziehe ich den nach oben, weil ich will, dass mein Auge mit solchen Strich ganz einfach geliftet ist. Danach nehme ich kleine Pinselchen und verblende ich diesen Strich nach innen, nach inneren Teil von Augenlid. Am Ende dezent in den inneren Augenwinkel dezentes, ja, helle Farbe anbringen. Danach kommen die Wimpern in den Fällen. Das ist der nächste Fehler. Die Wimpern nicht richtig zu tuschen. Ab Hälfte oder ab drei Viertel, das sieht richtig nicht schön aus. Hier dagegen nehme ich zuerst eine Wimpernzange, um meine Wimpern nach oben zu bringen. Und wenn es schon geschehen ist, nehme ich auch Conditioner, bevor ich die Augen mit Tusch, mit Wimpern mit der Tusch versehe, so kann man sagen, oder? Nicht zu vergessen, mit dunklen Kajalstift zwischen den Wimpern den Wimpernkranz betonen. Am Ende die Wimpern ganz, ganz ausgiebig tuschen, von oben, von rechts, von links, von weiß ich, dass jede Wimpe wird mit dem kommt mit dem Wimperntusch in Berührung und das zählt sich aus mit schönem Anblick. Im Endeffekt sehen wir eigentlich alles, was wir falsch gemacht haben. Das rechte Auge schön verblendet, nach oben gezogen. Das Lidstrich ist auch nach oben gezogen, ins Auge ist geliftet. Auf der linken Seite ja, hängt die Augenlid. Da ist zwar eine Linie, aber hängt alles nach unten, weil der Lidschatten in der Augenfalte wird nicht nach oben, sondern ganz nach unten gezogen, von oben nach unten. Und ja,
Ihr könnt jetzt selber sehen, was falsch und was richtig ist. Also meine Liebe, ich hoffe, habe ich diese Unterschiede gezeigt, was ich ja sehe und was ich gelernt habe durch die, kann man sagen, 18 Monate. Letztens bei meinen Make-ups am Anfang waren auch nicht sehr gut, aber sowas habe ich nie gehabt. Nie. Das ich kann keine Worte dafür finden. Und kein dafür finden, dass, oh, was für ein schönes Make-up. Das ist schrecklich. Das ist nichts schön. Seht man ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier kommt, für die Kommentare, für die Daumen nach oben. Und ich wünsche euch ruhige Tage und seid gesund. Tschüss, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.